Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die die Pokémon beim Heranwachsen erlernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder Poke... Du hast doch gerade Pause gemacht, oder? Ja, habe ich. Dass sie sich wieder an sie erinnern können. So, da sind wir wieder. Wir machen einfach da weit, hoppla, wo wir aufgehört haben. Und zwar müssen wir jetzt nochmal durch die Höhle rennen. Aber das ist ja kein Problem. Hier muss es ja irgendwas geben. Hallo. Hier gibt's Schutz. Ich denke mal, das reicht. So. Jetzt laufen wir durch die Höhle. Erstmal, hoppla, Fahrrad. Oh, ich habe den Schutz vergessen, natürlich noch, aber den hole ich gleich raus aus dem Beutel und setze den ein. Damit das nämlich nicht passiert. Hallo. Danke. Also. Heute. Da. Einsetzen. Hallo. Danke. Wow. Die Sache ist nur die, ich muss die ganzen Steine wieder verschieben. Oh. Und der nächsten. Geh mal weg hier. Schon schlimm hier. So, jetzt haben wir's. Ah, lang. So. Komm. Ob ich es mache oder nicht. Sie sind ja bei dem einen nicht geflohen. Beziehungsweise sind ein bisschen hängen geblieben. Gut, solche Maulwurfshügel könnten das Ganze noch ein bisschen erschweren. Hey, wir sind durch. Ich habe mir geschrieben, ja, gut, haben wir eben schon mal gelesen. So, Feuerzahn.
Wow, Level 30. Bauchtrommel. Komm, wir behalten's. So wichtig ist die Attacke nicht. Wir wechseln mal lieber. Mal lieber gleich dem ganzen Außenweg gehen. Oh. Das war gar nicht sehr effektiv. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir haben ja noch die Attacke. Ich habe so das Gefühl, da war das andere besser. Machen wir es mal mit Ron. Einfach, weil der Levelunterschied größer ist. Ja, das sollte klappen jetzt. Tschüss. Ach je, wie deprimierend. So, das ging doch schnell. Magnet. Nein. Tschüss, Höhle. Bis zum nächsten Mal. Wenn wir da überhaupt nochmal reingehen. Und wir sind in Panaero City. Der nächsten Stadt. Hallo Leute. Transferkraft? Kontaktbaum? Was um alles in der Welt hat es mit dieser Kontaktebene eigentlich genau auf sich? Ich besitze die Gabe, den Typen der Kraftreserve zu erahnen. Den Typ. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve erlernt, weiß ich genau, welchen Typs diese sein wird. Keine Ahnung weshalb, aber ich habe einfach diese besondere Fähigkeit. Ich demonstriere dir mein Können gern an einem Pokémon deiner Wahl. Okay. Ron. Würde dieses Pokémon Kraftreserve erlernen, dann wäre die Attacke vom Typ Gift. Ja, gut. Das heißt alles. Ron ist giftig. Tschüss. Der Großvater von Geraldine war ein legendäres Fliegerass. Auch ach, Geraldine ist übrigens die Arenaleiterin dieser Stadt. Die ist eine ganz reizende Person. Was ist in diesem Haus? Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Ich kenne nämlich alle Attacken, die Pokémon beim Heranwachsen erlernen. Und ich kann dafür sorgen, dass sie sich wieder Poke... Du hast doch gerade Pause gemacht, oder? Ja, habe ich. Dass sie sich wieder an sie erinnern können. Im Tausch gegen ein Item namens Herzschuppe helfe ich dem Gedächtnis eines Pokémon gern auf die Sprünge. Nein. Komm mit einer, ich will gar keine Attacken wieder. Ja. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ich mache das lieber nach dem Stream. Schnell. Falls noch was reinkommt, dann mache ich es einmal. Aber ich kann es nochmal sagen, der Spendenstand ist 358 Euro. Ich wiederhole, 358. So.
Um in den Besitz einer Herzschumme zu gelangen, werde ich Harmonietests machen oder der Dame in Maria City meine Pokémon vorführen. Nochmal für Kryta. 358. Wenn es um Pokémon-Attacken geht, sind wir in unserer Familie sehr wählerisch. So. Bin noch nicht blöd. Ja, Pech. Wenn es um Pokémon-Attacken geht, ach so, habe ich gerade gelesen. Wer ich bin, willst du wissen? Ach ja, ich bin genau der Attackenverlerner. Soll ich... Ach so, er kann das... Nein, nicht vergessen. Was? Das ist der Spendenstand. Schutz wirkt nicht mehr, ist egal. Was ist der Spendenstand? Ich timeoute dich gleich. Ich kann das wenigstens. Was? Du willst getimeoutet werden? Was? Ich kann nochmal gegen Rache. Guck da. Jetzt habe ich die Nachrichten alle entfernt. Mal gucken, ob er jetzt denkt, er ist getimeoutet. Hallo, der Command, der war doch da irgendwann mal, oder? Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ich den... Egal. Oh, hallo, du bist doch Floria. Ja? Lass mich doch mal dein Pokédex sehen. So, dann schauen wir mal. Du bist bereits 68 Pokémon begegnet. Oh, sogar einem Kling bist du begegnet. Ja, ich bin einem Kling begegnet, aber warum? Das ist echt nicht von schlechten Eltern. Wo habe ich denn nur meine Manieren? Da habe ich vor lauter Aufregung doch glatt vergessen, mich vorzustellen. Mein Name lautet ebenfalls Esche. Eberhard Esche, um genau zu sein. Ja, du hast ganz richtig gehört. Und die reizende Dame, die dir den Pokédex anvertraut hat, ist mein herzallerliebstes Töchterlein. Es ist wirklich ein glücklicher Zufall, dass wir uns hier nun persönlich treffen. Die hat mir schon viel von dir erzählt. Nun, zur Feier des Tages werde ich deinen Pokédex ein wenig aufrüsten. Was? Wie? Es gibt Pokémon, die unterschiedliche Formen besitzen, obwohl sie derselben Art angehören. Fortan kannst du jetzt überprüfen, ob du einer bestimmten Form schon einmal begegnet bist oder nicht. Darüber hinaus habe ich deinen Pokédex auch um eine Suchfunktion erweitert. Guten Tag, Professor Escher. Wer ist denn dieser Trainer? Ach natürlich, entschuldige es, Geraldine. Floria ist mit meiner Tochter befreundet und bereist einmal, um den Pokédex zu vervollständigen. Verstehe, dann wirst du dich mir gewiss bald in meine Arena stellen, ja? Das ist mit Flo. Ja, Floria, das ist die Trainerin. Toll, ich kann es kaum noch erwarten. Genau, Floria. Das solltest du unbedingt machen. Aber pass auf, in dieser Arena kann der Schuss schon mal nach hinten losgehen. Also, Geraldine, ich muss los. Ich melde mich wieder, wenn ich deine Hilfe brauche. Ach, Professor, mein Flugzeug ist eine Frachtmaschine. Ich kann zwar Güter, aber keine Menschen transportieren. Floria ist der Beste. Ja, die Beste, in dem Falle. Außerdem sind Kanto und Sinnoh auch nicht gerade um die Ecke. Kaum zu fassen, dass du mir diese harten Wünsche, ohne mit der Wimper zu zucken, ins Gesicht schleuderst. Menschen sowie Pokémon müssen sich doch gegenseitig helfen. Also dann, ihr Lieben, wir sehen uns.
Wie bitte harte Worte, ohne mit der Wimper zu zucken? Jetzt bin ich am Ende wieder an allem schuld. Wie konnte der nur zu einem weltweit angesehenen Pokémon-Professor werden? Wie auch immer, Florian. Als Arenaleiterin freue ich mich schon ganz besonders auf deine Herausforderung. Ich habe allerdings zuvor noch eine Kleinigkeit zu erledigen. Als ich vorhin mit meinem Frachtflugzeug über den Turm des Himmels flog, habe ich etwas auf der Turmspitze gesehen. Ich bin mir sicher, dass es ein geschwächtes Pokémon war. Man kann es doch unmöglich einfach dort oben liegen lassen. Ich mache mich umgehend darauf auf, du kannst mich begleiten, wenn du willst. Zum Turm des Himmels gelangt man über Route 7. Bitte beim nächsten Mal auch einfach das wirklich mit dem Spendenstand, was hier unten ja die Einblendung ist. Hier unten rechts, ich kann das ja jetzt gar nicht dann zeigen, weil die Maus da ja nicht hingelangen kann. Einfach eine Erklärung fürs nächste Mal in die README schreiben, wie man den Spendenstand aufruft über den Donation Tracker Tool. Da muss ich das nicht programmieren und manuell erstellen. Ist vielleicht ein bisschen einfacher. Panaero City, eine Stadt vom Winde verweht. Mach das einfach über Streamview. Ja, siehst du ja den Spendenstand aber auch nicht. Siehst du überall die Gewächshäuser rings um die Landebahn? So können wir das erntefrische Gemüse in Windeseile in alle Welt verschicken. Es ist 15 Uhr, Leute. Ja, ich weiß. 15 Uhr halb. Moment, dann müsste doch eigentlich... Oh. Taya. Ah, begonnen haben. Okay. Dann ist ja alles super. So können wir das erntefrische Gemüse in Windeseilen in alle Welt verschicken. So. Kanonen, Kanonen, wohin man schaut. Wenn es in Geraldines Arena an einem nicht mangelt, dann sind es Kanonen. Wenn du den Orden der Arena von Panaero City errungen hast, verrate ich dir etwas ganz Tolles. Merken wir uns, wenn ich da durch bin, durch die Arena, dass ich hier nochmal hingehe. Uhr geht's los. Okay. Es scheint eine ganze Menge Leute zu geben, denen von Team Plasma ein Pokémon gestohlen wurde. Na gut, ich mache das immer ein bisschen anders. Wenn ich sage, ich fange um 15 Uhr an zum Beispiel, dann fange ich auch um 15 Uhr an und mache den Countdown davor. Ne? Und fange nicht mit dem Countdown um 15 Uhr an zum Beispiel. Das wäre ja irgendwie ein bisschen Quatsch. Da bin ich so ein bisschen... Ne? So, auch jetzt noch hege ich tief in meinem Innern den Traum, eines Tages Pilot zu werden und unsere wohlvertraute Welt aus der Vogelperspektive zu betrachten. Der Abfalleimer ist leer. Mein Flugzeug kenne ich von A bis Z, daher kann ich es prima in Schuss halten. Und in meinen Pokémon lese ich wie in einem Buch. Nur so wird man stärker. Null Herzkonfekt. Du zarte Süßigkeit. Oh, O-Herzkonfekt. Nicht Null Herzkonfekt. Das ist ein O. O-Herzkonfekt, du zarte Süßigkeit. Für den, der fand des Lebens Glück. In einem anderen sein Gegenstück. Du hast gelildert wohl sein Herzeleid. Okay. Reichlich soll es dir, von dir verdrücken. So kann vielleicht noch mehr ihm glücken. Wenn du mir viele Herzkonfekte bringst, gebe ich dir etwas Besonderes dafür. Naja, ich will... gebe ich nicht. Willkommen in Panaero City, der Stadt der Lüfte. Hier, nimm dies als Andenken. Attack. Okay, bis später, falls ich dann noch streame.
Wenn du deinen Pokémon das Item Hack-Attack zum Tragen gibst, verstärkt dies die Wirkung von Attacken des Typs Flug.